Ich habe übrigens noch ein bisschen Unterstützung besorgt. Was soll das heißen? Ach, nichts Besonderes, nur ein kleiner Kreis. Dann hat Lilly wieder geguckt, das war so süß. Kleiner Kreis, ja? Tja, das ist der kambodschanische Fanclub. Es gibt halt mehr Freaks, als man denkt. Nur Christian musste leider verzichten wegen Lilly. Und was macht mein Bruder hier? Naja, ohne den hätte das alles gar nicht geklappt. Der hat dieser komischen Uni-Bibliothekarin alle Bücher aus dem Kreuz geleiert, die bei dir auf der Liste standen. Dein Freund ist der reinste Sklaventreiber. Warum? Weil er euch gezwungen hat, hierher zu kommen? Also ich habe schon vor ein paar Tagen den Aushang in der Universitätsbibliothek gesehen. Hätten Sie mir bloß mal Bescheid gesagt. Ja, jetzt bleib mal locker. Ich dich kenne, könnte man dich nachts wecken und du betest im Vortrag runter. Oh ja. Habt ihr diesen Prokop schon gesehen? Ist bestimmt der da vorne mit der roten Fliege. Oder der mit den zu langen Hosen. Sag mal, gibt's hier eigentlich gar keine Aperitifs? Na ja, klar, dass du nur deswegen da bist. Nein, nicht nur deswegen. Der Leiter des Symposiums, Herr Professor Dr. Erdl, ist ein alter Bekannter von mir. Aber wenn ich gewusst hätte, dass es keine Aperitifs gibt, kein Catering, dann hätte ich mich doch drum kümmern können. Nachher gibt's bestimmt noch was. Wenn du nervös bist, guck diesem Prokop hier hin. Dann hat er trotzdem das Gefühl, dass du ihm die ganze Zeit in die Augen siehst. Danke. Auch, dass du geholfen hast. Hab ich gern gemacht. Viel Glück. Genauso habe ich mir euch Wissenschaftler immer vorgestellt. Ich frage mich nur, wo dieser Prokopf ist. Allein der Name. Prokopf. Naja, notfalls verwirre ich ihn einfach mit meinen weiblichen Reizen. Hoffentlich nicht nur Notfall. Sie sind Dr. Prokopf. Freut mich sehr, Ihre Bekanntschaft zu machen, Frau von Lahnstein. Ich glaube, das wird ein sehr interessanter Abend. Aber sind wir nun gespannt, wie Dr. von Lahnstein die Ereignisse deuten wird. Das war beeindruckend, nicht wahr? War's jetzt der Vortrag? Ich habe kein Wort verstanden, was er gesagt hat, aber egal. Hey, wir sind das Team Helena, schon vergessen? Vielen Dank, Dr. Prokopf. Und jetzt bitte ich Frau von Lahnstein zu mir ans Podium. Und deshalb ist keine andere Deutung denkbar, als dass der Mythos reale Ereignisse beschreibt. Das frühe Kambodscha war uns um einiges voraus, meine Damen und Herren. Es wurde schon damals von einer Frau regiert. Also Archäologie wäre auch was für mich gewesen. Zum Studieren ist es nie zu spät, Charlie. Das siehst du doch an mir. Vielen Dank, Frau von Lahnstein. Die Fragerunde ist eröffnet. Die Prinzessin war angeblich Herrscherin über ein riesiges Reich. Aber was hat er denn gemacht, wenn sie, na, sagen wir mal salopp, zur Arbeit gegangen ist? Keine Ahnung, vermutlich die Forellen fürs Abendessen gefangen. Da hat sie ihm aber einen eingeschenkt. Ein kluges Mädchen. Wer? Seine Helena. Mahendra Devi war eine Prinzessin. Und Sie sagen ernsthaft, sie hat einen Fischer geheiratet? Warum hätte sie das tun sollen? Da fällt mir nur ein einziger Grund ein. Aus Liebe. Vielen Dank für den interessanten Vortrag. Man ist immer nur so gut wie sein Publikum. Ach ja? Jetzt komm schon. Viel Spaß noch. Arno, kommst du? Ja, der Vortrag war total spannend. Also ich interessiere mich ja auch für... Ja, und du kommst auch. Und tschüss. Vielleicht könnten wir mal... Tschüss. Kleiner Zusammenstoß mit Prokopf. Wieso? Ich bin Bauarbeiter. Die saufen gerne. Der Typ war ja wohl eine richtige Schnitte, ne? Packert einfach an meiner Freundin rum. Ist hier noch ein Platz frei? Was denn so allein? Wo haben wir denn Heribert gelassen? Ja, ich geh mal nach Lilly gucken. Ja, ich.